Good morning und willkommen zu einem neuen Vlog. Dani und ich sind im La Maison Annie. Es hat ganz neu aufgemacht und da dachte ich, nehme ich euch gleich mit, weil das ist was Schönes, das wird euch gefallen. Let's have some amazing brunch. Oder eigentlich Frühstück together. Frühstück ist es. Oder Brunch. Haben wir Brunch hier? Wir machen das Frühstück zum Brunch. Wir machen das Frühstück zum Brunch. Let's go. So schön. Wir sind gerade nach Hause gekommen und du wolltest voller Freude filmen, wie unser Internet installiert wird. Jetzt du siehst nicht so happy aus. Nee, es regt mich einfach so arg auf. Also inzwischen jetzt, nach, ich glaube, 4 Wochen ohne Internet, oder? 5 Wochen? Ja. Was einerseits nicht so schlimm wäre, wäre das nicht unser Beruf. Also mir würde es, glaube ich, nichts ausmachen, hätte ich jetzt irgendwie... Du musst nicht aussprechen. Was? Nee, ich meine damit halt, weißt du, wäre ich jetzt eine Person, die ich nicht bin und ich auch nicht sein werde, die ins Büro geht jeden Tag und dort halt eine Internetverbindung hat, wer würde mir das nichts ausmachen? Mein Gott, dann würde ich halt abends nach Hause kommen, chillen, ein bisschen meinen Instagram checken und so. Das ist halt nicht der Fall bei uns. Das ist unser Beruf, das ist unsere Company. Beruht oder basiert halt komplett auf Internet, so auf Online. Und das ist echt herausfordernd jetzt gewesen. Vor allen Dingen, ich habe euch versprochen, oder ich habe mir selber das Commitment gegeben, vor dem Umzug, dass ich jeden Sonntag um 9.30 Uhr einen YouTube-Vlog hochladen werde. Ich habe es auch öffentlich ausgesprochen. Und es klappt. Und es klappt unter solchen schweren Bedingungen oder herausfordernden Bedingungen. Dass, also jedes Video, was ihr seht, ist mit meinem Datenvolumen hochgeladen. Ich muss immer aufs Dach klettern. Und während das Video hochlädt, muss ich so das Handy, so, gell? So muss ich es in die Luft halten. Ja, genau. Und dann sagst du mal ein bisschen mehr links. Ja. Oh, oh, oh. Ja, genau. Ein bisschen mehr rechts. Nein, die haben versucht hier. Oder wir müssen. Also, was ich eigentlich nur sagen will, sorry, die Leute checken es nicht. Ja. Heute kam jemand, heute hätte unser Internet, unser super, super schnelles Internet installiert werden sollen. Verkabelt genau. werden sollen. Das ist nämlich der Punkt, weil die Leute verstehen das nicht, weil sie es nicht wissen. Ja. Normalerweise ist es so, du suchst dir einen Anbieter und dann kriegst du so einen Router und schließt ihn einfach nur daheim an. Ja. Könnten wir auch machen, aber das Internet ist hier in dieser Straße, wo wir leben, nicht das schnellste. Ja. Wir haben aber herausgefunden, dass es hier so ein super Fiberglas-Internet gibt. Und da muss extra jemand kommen, der dann die Leitung installiert, der muss das dann an die Hauswand entlang und so weiter. Und das ist nämlich auch so ein Thema hier. Ja, so, und der hat halt heute versucht, diese Leitung zu verlegen, konnte aber nicht, weil, jetzt kommst du... Weil die Leitung irgendwo verstopft ist und der muss das Kabel so durch das Loch durchpushen und da muss jetzt extra jemand kommen, um die Straße aufzureißen. Und das Ding ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt, warum wir so lange warten ist, wir brauchten von zig Parteien hier eine Genehmigung. Du brauchst auf jeden Fall von allen eine Genehmigung, also von allen Menschen, die dich quasi umgeben hier, die leben, also neben dir. Egal, weil oft sind so Verteilerkästen, das ist nicht so wie in Deutschland, sondern es kann sein, dass der Nachbar nebenan in dem Haus, dass sein Wasserzähler, war das doch, gell? Ja, ja. Sein Wasserzähler ist so im Boden drin, also im Gehweg. Nee, nicht Wasserzähler, im Wassertank. Okay, sorry, im Wassertank ist dann im Gehweg drin, und aber unsere Leitung von unserem Haus geht an seinem Wassertank vorbei. Das heißt, du brauchst die Genehmigung von dem Eigentümer, von dem Haus. Ja. Dann brauchst du die Genehmigung von der Hausverwaltung, dieses Kabel verlegen zu dürfen. Dann brauchst du die Genehmigung von der Gemeinde, in der wir leben. Ja. Und dann muss derjenige, der es installiert, muss schriftlich bestätigen, dass die Kabel in weiß sind. Ja, ja. Die dürfen nicht schwarz sein, die oder gelb. Nicht schwarz. Auch die Kabelbinder dürfen nicht in schwarz sein. Die Kabelbinder müssen weiß sein. Also das war ein ganzer Prozess. Dann, ja, es war ein Prozess, dann hin und her kommunizieren. Und jetzt war er endlich heute da und sagt so, geht nicht. Wir müssen die Straße aufreißen. Aber es hat alles seinen Grund. Wir haben den High Vibe Club gelauncht mit Datenvolumen, oder? Ja. Wir launchen die Masterclass mit Datenvolumen. Wir laden jeden Sonntag ein Video hoch mit Datenvolumen. Ja. Plus wir nutzen Social Media und ja, jeden Tag Stories und Beiträge posten für euch mit Datenvolumen. Hey, dann kriegen wir noch eine Woche hin, oder? Absolut, sehe ich genauso. Cheers auf unser schnelles Internet. Sorry. Leute.
Es ist richtig crazy. Also Dali und ich haben gerade schon geredet, weil gestern Abend hat Dali das Baby zum allerersten Mal gespürt mit seiner eigenen flachen Hand und gesehen. Das war so, so ein toller Moment. Ich habe gleich natürlich angefangen zu heulen, natürlich. Und ich habe mich so gefreut für dich. Dali hat geguckt wie ein Auto. Warte, ich muss nicht filmen. Sag mal, wie war das für dich? Das war schon geil. Wie hast du geguckt? Das war so. Ja, ich habe nur damit gerechnet, dass ich dann den Tritt, ich glaube, es war ein Tritt. Ja, das war ein Tritt. Spüre und dass ich dann auch den Tritt noch sehe. Ja. Nee, das fing so an, dass du das gefilmt hast, weil der voll aktiv war. Mhm. Und dann hast du mir das gezeigt. Auf YouTube. Genau. Auf YouTube in der Kamera. Und dann habe ich gedacht, oh, und dann hast du gesagt, gib mir deine Hand her. Und ich leg so meine Hand auf den Bauch. Und dann hast du mich erstmal anguckt, ich habe nichts gespürt und dann kam so, boom. Das war wie so ein boom. Und ich nur so. Ich war voll so, oha, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich das so spüre. War echt chill. War das erste Mal. Oh. You happy daddy. Mhm. So schön. Ja, weißt du, ich höre ja immer nur von dir, wie er sich bewegt und so weiter. Und dann habe ich gedacht, wann werde ich meinen Sohn das erste Mal spüren? Ja, gestern. Oh. Das war so schön. Dann hast du es auch gesehen, ja? Mhm. Wie sich das so eine Wölbung. Wie so kurz so ein. Das ist gar nicht so, dass es so lang ist, sondern das ist wirklich nur so bam und dann ist auch wieder weg. Mhm. Wie umgekehrt, wenn du so einen Stein ins Wasser wirfst. Mhm. Kommt kurz so und dann ist er auch wieder weg. Mhm. Und so war es mit meinem Sohn. Oh. Schön. Ja, und der ist gerade echt voll aktiv. Der ist richtig aktiv, ja. Ja. Ich glaube, der war schon immer aktiv, nur. Jetzt spürst du es halt. Hi. Noch deutlicher, oder? Und du? Der ist auch aktiv. Hi. Hi, sweet boy. Hi. Ja. Okay, cool. Also, es war für dich eine sehr. Sensation. Sensationes. Mhm. Eine sehr. Unerwartete Erfahrung. Unerwartete, ja. Dass ich nicht damit gerechnet. Nee, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das schon. Ich weiß nicht, ich habe mich damit nie befasst, wann man ungefähr das Kind spürt. Ja. Aber ich habe dann schon so mal gedacht, so, jetzt tut's mal Zeit, nachdem du hier die ganze Zeit schon voll so, wow, der ist voll aktiv. Und dann dachte ich, wie schön wäre es, wenn ich ihn auch mal spüren kann. Jetzt war es endlich soweit. Ja, vorhin habe ich ihn auch gespürt. Ja, gestern Abend beim Einschlafen. Ja. Wir haben nämlich ein Ritual, wenn wir abends im Bett liegen, dann. Also wir liegen uns quasi gegenüber und du legst dann deine flache Hand auf den Babybauch und Louis liegt ganz unten im Bett. Ja, krass. Genau, und gestern hast du ihn dann auch gespürt zum ersten Mal im Bett, als ich seitlich gelegen bin. Das war auch voll crazy. Und das Lustige war, ich konnte dann noch nicht einschlafen, habe dann affirmiert und war dankbar, habe den Tagrevue passieren lassen, habe mich natürlich gefragt, so was habe ich heute manifestiert. Und dann spüre ich nur so Zucken. Denke mir nur so, hä, zuckst du jetzt oder zuckt das Baby? Aber das warst du, glaube ich, der gezuckt hat. So, Dali war halt so, kennt ihr das Muskelzucken, wenn ihr so zuckt, wenn ihr schlaft? Das war dann. Vom Einschlafen. Aber dann im Nachhinein, ich glaube, 2 Minuten später hat dann er gezuckt, also das Baby hat gezuckt, dann hast du gezuckt. Und ich denke mir nur so, alle zucken um mich herum. Schaut mal, was angekommen ist. Meine nette Portee-Bestellung ist da, wurde mir gerade vom Kurier geliefert. Richtig nice, weil ich habe das heute Nacht um 1 Uhr oder so bestellt und es ist heute schon gekommen, also same day delivery. Ich habe bei Milena Karl auf Instagram ein Kleid gesehen und habe es mir sofort bestellt, weil es einfach wunderschön ist. Und dann ist natürlich noch ein zweites Kleid mit in den Warenkorb gekommen. Wenn ich die Bilder finde, kann ich sie euch einmal hier einblenden. Oh, das ist wunderschön. Das ist von der Brand Norma Kamali. Die hat echt coole Kleider online gehabt. Das ist so ein Turtleneck, also ein Rollkragenkleid in der Farbe Chocolate. Und es hat so seitlich diese Raffungen. Im ersten Moment habe ich gedacht, boah, krass, das ist so ein Gala-Kleid. Also halt null alltagstauglich. Und dann habe ich es bei ihr gesehen und dachte mir nur so, wow, die hat es einfach so schön kombiniert. Sie sieht wunderschön aus. Vielleicht finde ich auch ihr Bild
und blende es euch hier mal ein. Die hat das mit Sandalen, glaube ich, getragen. Und so total casual ist die da, glaube ich, irgendwie durch Puglia oder Mallorca, keine Ahnung, wo sie war, geschlendert. Und sah wunderschön aus. Ich habe gerade das Kleid angezogen von der Brand Norma Kamali. Also ich habe hier noch überall die Tags dran. Und oh mein Gott, ich liebe es. Es ist perfekt. Es ist so, mein Haar ist so. Es ist so schön auf der Haut. Es ist ein super leichter Stoff und trotzdem total eng anliegend und irgendwie trotzdem noch so luftig. So, jetzt gucke ich mal, was auf Instagram gewonnen hat in der Abstimmung. Das ist eine richtig knappe Geschichte zwischen einem Q&A, was ich heute machen soll, und Brautkleider, die es nicht geworden sind. Also Brautkleider, die ich fast gekauft hätte, die es aber nicht geworden sind. Ich glaube, mit 2 Stimmen mehr hat das Q&A gewonnen. Wenn euch jetzt aber die Brautkleider interessieren, die ich mir gekauft hätte, fast, aber eben nicht gemacht habe, dann lasst mich das mal hier in den Kommentaren wissen. Also schreibt jetzt einen Kommentar am besten rein, einfach damit ich euer Feedback habe, damit ich weiß, ob euch das grundsätzlich einfach interessiert. Und wenn es euch halt nicht interessiert, dann mache ich natürlich das Video nicht. Und wenn es euch interessiert, würde ich dann das Video machen. Aber heute ist es auf jeden Fall ein Q&A mit meinen liebsten 5 Fragen, die ich euch jetzt mal beantworte. Bevor ich das mache, mache ich einfach mal diese Tags weg, weil die stören mich ja komplett. Weil die behalte ich ja sowieso, die Kleider. Erste Frage, dein größtes Ziel aktuell? Ich habe viele Ziele. Aktuell mein allergrößtes Ziel ist es, also ich habe jetzt 3 Launches gehabt in der Company. Wir haben einmal die MLA, den HVC und die Fall in Love with Money Masterclass gelauncht. Und mein allergrößtes Ziel im Business ist es auf jeden Fall, mein Buch zu schreiben. Ich habe dafür genau 2 Monate Zeit. Das heißt, ich sollte mich da auf jeden Fall mal so ein bisschen ranhalten, weil ich da halt eine Deadline habe. Das ist ja kein Self-Publishing, sondern ich veröffentliche das Buch mit einem Verlag zusammen. Und ja, wenn du halt mit einem Verlag zusammenarbeitest, hängt natürlich vieles dran. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es nur von mir abhängt, sondern ich habe eine Lektorin, die drüber liest. Ich habe eine Projektmanagerin. Ich habe natürlich Workshops, die ich besuchen muss, und ja, dann natürlich auch eine Deadline, weil wenn das Baby kommt, möchte ich natürlich nichts mehr Korrektur lesen, ich möchte keine Zusätze mehr machen im Buch, ich möchte ja mein Wochenbett komplett genießen, also wirklich von A bis Z auskosten. Ich habe mir eine Sache versprochen, ich werde, wenn dieses Baby kommt und ich diese Ehre habe, das Baby auf diese Welt zu bringen, möchte ich so viel Zeit mit diesem Baby verbringen und Dali auch. Und deswegen ist mir halt wichtig, dass ich vorher einfach alles abgebe, was ich abgeben soll, und alle Deadlines einhalte, damit ich einfach nach hinten raus ein total entspanntes Wochenbett habe und einfach alles genießen kann, was ich genießen will. Und deswegen mein größtes Ziel aktuell im Business ist tatsächlich, mein Buch zu Ende zu schreiben und auch neue Teammitglieder einzustellen, damit es noch einfacher wird im Business. Also wir haben ja schon echt ein großes Team inzwischen, aber es fehlen noch so ein paar Stellen, die besetzt werden können, und deswegen, ja, freue ich mich da auch sehr drauf. Und privat ist mein größtes Ziel einfach noch super viel zu reisen. Ich würde so gerne noch an ganz bestimmte Orte hin und die besuchen und einfach die Schwangerschaft zu genießen, glaube ich. Ich habe jetzt so viel zu tun gehabt seit Februar, seit ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, und irgendwie nie so richtig innegehalten, weil das erste Trimester war echt herausfordernd für mich, weil ich es halt auch nicht so gewohnt war. Ich glaube, das lag daran, dass ich es nicht so gewohnt war, körperlich zu strugglen. Ich konnte ja wirklich gar nichts machen. Ich habe 17 Stunden geschlafen. Mir war von mittags bis spät in den Abend richtig schlecht. Also ich war immer kurz vorm Spucken. Auch gegen Ende vom ersten Trimester ist das dann alles gekommen. Ich habe nie richtig arbeiten können, weil ich halt einfach nur exhausted war. Also ich habe das immer so erklärt, ich habe mich jeden Tag so gefühlt, als würde ich Freunden bei einem richtig, richtig großen Umzug helfen. Zum ersten Trimester kann ich übrigens auch ein Video machen, wenn es euch interessiert. Also Kommentare sind heute euer bester Freund. Ich freue mich total zu lesen, ob euch das Thema mit den Brautkleidern interessiert und ob euch mein allererstes
Trimester interessiert, so wie es mir erging, was meine Struggles waren, wie ich damit umgegangen bin. Und genau, privat könnte ich noch hinzufügen, neben dem Reisen und der Schwangerschaft genießen, dass ich unbedingt noch dieses Haus, bevor das Baby kommt, komplett einrichten möchte. Also wirklich komplett. Also sein Zimmer ist ja noch leer und da ist ja gar nichts drin. Und ich will es halt auch nicht überstürzen, weil ich mir so denke, hey, das ist ein Zimmer, das wird er für die nächsten Jahre haben. Und ich will einfach, dass es wunderschön wird, dass die Sachen, die ich aussuche, nicht so Impulskäufe sind, sondern wirklich gut ausgedacht und dass das Design einfach wunderschön ist. Und deswegen lasse ich mir da so ein bisschen Zeit. Außerdem, ich meine, wir warten immer noch auf unseren Wohnzimmertisch und das Wohnzimmer ist immer noch nicht fertig. Deswegen, fingers crossed, dass das noch passiert und dass wir noch diese Woche oder nächste Woche unseren Tisch bekommen, der ja kaputt gegangen ist bei der ersten Lieferung. Let's see how that goes, Leute. Sendet all eure Tisch-Vibes, okay? Jetzt. Sendet uns die besten Vibes, dass wir ganz, ganz schnell unseren Marmortisch bekommen. Und zwar heil. Wie würdest du starten, wenn man einsam ist und sich einfach neue, echte Freunde wünscht? Danke. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, früher war es irgendwie, als man so jünger war, irgendwie in so Teenager-Zeiten, empfand ich das immer so ein bisschen einfacher, Freunde zu finden. Ich fand das irgendwie, ist das einem so leichter gefallen. Man hat so eine gewisse Leichtigkeit gehabt. Man hat sich einfach auf neue Leute eingelassen. Man ist nicht so enttäuscht worden oft im Leben. Man hat sich irgendwie eher geöffnet als in seinen 30ern. Ich weiß nicht, ihr könnt es mir mal sagen, ob es euch ähnlich geht. Ich finde, mit den Jahren, je älter man wird, also gerade auch in seinen 30ern, wird man einfach, wie soll ich sagen, vielleicht auch öfters enttäuscht und vielleicht auch öfters irgendwie getäuscht von Leuten. Also nicht nur enttäuscht, sondern auch getäuscht. Also ich habe schon Situationen gehabt und auch jetzt, erst vor ein paar Monaten, Jahren, mit Leuten, die sich als etwas ausgeben, was sie dann am Ende überhaupt gar nicht sind oder irgendwie viel faken oder nicht die ganze Wahrheit sagen. Und man merkt das dann mit der Zeit. Man kommt der Sache quasi so ein bisschen auch auf die Schliche, ungewollt, weil sich dann die Leute irgendwie verplappern oder weil Dinge so kurios sind und dann fängst du an zu hinterfragen. Und deswegen finde ich das schon herausfordernd und vor allen Dingen halt, wie gesagt, auch herausfordernder, je älter man wird, so richtig wahre Freunde zu finden. Ich hatte immer das Gefühl, dass man so die Schulfreunde von früher, dass man die halt irgendwie noch, ja, dass das so die echten Freunde sind, aber ich glaube, das ist auch nicht richtig, weil es gibt da draußen so großartige Menschen, die nur darauf warten, dich als Freundin zu haben oder dich als Freund zu haben. Ich glaube ganz fest daran, egal wie alt du bist, ob jung, im Teenageralter oder schon ein bisschen älter oder in deinen 30ern oder wie auch immer, in deinen 50ern. Ich glaube, es ist nie zu spät für richtig, richtig tolle, wahrhaftige Beziehungen. Und ich gehe genauso durch die Welt. Also ich bin überhaupt nicht verschlossen oder so. Ich gehe einfach offen durch die Welt und denke mir immer, okay, was sind so meine Werte, die ich verkörper als Person? Was ist mir wichtig? Okay, mir ist Freiheit wichtig, auf jeder Ebene. Finanzielle Freiheit, berufliche Freiheit, gesundheitliche Freiheit. Mir ist meine Gesundheit extrem wichtig, mir ist mein Körper extrem wichtig. Ich liebe Reformer Pilates, Tennis, zu joggen, ins Gym zu gehen. Ich liebe gesundes Essen, ich liebe es aber genauso auch meine Pizza zu essen. Ich liebe luxuriöse Orte, ich liebe luxuriöse Handtaschen. Habe aber kein Problem damit, bei ASOS Kleider zu bestellen. Mache das total gerne. Und dementsprechend versuche ich dann, unbewusst wahrscheinlich, auch gar nicht bewusst, zum Beispiel in ein Reformer-Pilates-Studio zu gehen, wo es einfach wahrscheinlicher ist, dass ich Menschen treffe oder Frauen treffe, die diesen Werten in irgendeiner Form entsprechen. Die müssen natürlich nicht alle Kriterien erfüllen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin kennengelernt vor 2 Jahren jetzt auf Mallorca bei einem Dinner. Die saßen neben unserem Tisch und es war ein Luxushotel. Sie hatte eine Birkin, die hatte ein Full Dress von Chanel. Sie hatte Van Cleef Ohrringe. Ich habe halt sofort gesehen, ah cool, die hat so einen ähnlichen Vibe oder sie verkörpert so den ähnlichen Vibe. Du hast gemerkt, sie ist unglaublich schön, hält viel von sich, hat sich zurechtgemacht, ihr Mann oder Freund auch. Und
wir saßen fast nebeneinander und am ersten Abend hatten wir gar nichts miteinander geredet und am zweiten Abend saßen sie wieder neben uns. Und da war das schon so, man hat sich Komplimente gemacht und man hat sich irgendwie, man hat halt gesagt, oh, die Birkin ist aber toll und ne. Und dann haben wir uns auf Instagram ausgetauscht und seither sind wir befreundet. Und haben uns auch schon zum Kaffee getroffen hier in London, als sie zu Besuch war. Das heißt, man findet oft die Menschen an den Orten, an die man selber gerne geht oder die so die eigenen Werte, Wünsche verkörpern, wenn das Sinn macht. Ich bin auch zum Beispiel, wenn ich im Reformer Pilates bin, ich bin total offen, jemanden kennenzulernen. Also ich bin niemand, der hingeht und sagt, so, ich gehe da nur hin, um zu trainieren und ich will mit niemandem reden. So jemand bin ich nicht. Also ich habe gestern zum Beispiel erst eine wieder kennengelernt, eine super, super nette Frau, die vor 14 Monaten entbunden hat und unsere Trainerin hat uns quasi connected und hat gesagt, oh, guck mal, sie hat auch einen Babybauch. Weißt du noch, als du hier bei mir warst am Sonntagabend und am Montagmorgen hast du entbunden? Und ich so, oh, was, sie hat entbunden, nachdem sie beim Reformer Pilates war? Und sie so, ja, ich war bei ihr im Reformer Pilates und 24 Stunden später habe ich entbunden. Ich kann es dir nur empfehlen. Ja, und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben halt eben da eine Gemeinsamkeit. Schwangerschaft, Reformer Pilates, wir wohnen beide in London. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass du nicht, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist super wichtig, dass du dich nicht dieser Einsamkeit hingibst oder diesem Mindset, dass du glaubst, dass du einsam bist, sondern dass du offen bist für neue Menschen, für neue Möglichkeiten. Weil das Universum ist immer auf deiner Seite. Das Universum hört auch immer zu. Und das Universum gibt dir das, was du gerade brauchst. Die Frage ist einfach nur, siehst du es? Bist du offen dafür? Oder bist du eher verschlossen dafür? Und wenn du halt in diesem, oh, ich bin so einsam und es gibt keine guten Menschen mehr da draußen Mindset bist, dann verschließt du dich für alle Möglichkeiten, die es da draußen gibt. Deswegen offen durch die Welt gehen, natürlich deine Intuition einschalten, deinen Menschenverstand, deinen Gesunden und gucken, okay, fühlt sich das gut für mich an? Fühlt sich die Person nicht so gut für mich an? Und da natürlich dann auch gesunde Grenzen zu setzen. Okay. Zeigst du uns deine Skincare- und Make-up-Routine? Ja, kann ich total gerne machen. Wenn euch das interessiert, Leute, ihr merkt, das ist heute wie so ein Fragebogen in den Kommentaren. Deine Meinung ist gefragt, deine Meinung ist super wichtig. Ich würde mich so freuen, wenn du mir jetzt auch hier sagst, hast du überhaupt Bock drauf? Möchtest du sehen, was ich für Make-up trage, was das für Produkte sind? Glowy Skin, Dewy Skin und möchtest du auch eine Skincare von mir sehen? Weil wenn ich all eure Antworten mal hier in den Kommentaren gesammelt habe, dann kann ich planen, weil dann kann ich auch ein Video machen. Ansonsten drehe ich das Video nicht, wenn es euch nicht interessiert, weil warum auch? Also für mich muss ich jetzt keine Skincare-Routine drehen, weil ich weiß ja, was ich benutze, aber vielleicht interessiert es ja euch. Ist es ein Männerding, dass mein Partner mich so gerne ärgert? Hat es mit männlicher, weiblicher Energie zu tun? Absolut. Meiner Meinung nach absolut. Ich weiß, es gibt das Wort, was sich liebt, das neckt sich. Das ist eine Redewendung, die in ganz, ganz vielen Köpfen da draußen verankert ist. Und ich glaube aber, es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, was Ärgern für dich bedeutet. Also in welcher Form ärgert er dich? Für dich ist es natürlich, sein Verhalten bringt ja irgendwas in dir hervor, aber es gibt ihm ja auch irgendeine Art von Befriedigung. Und oft ist es so in Liebespartnerschaften, dass wenn man sich ärgert, in Anführungszeichen, wie gesagt, je nachdem, wie dieses Ärgern halt für euch aussieht, kann es sein, dass das sein inneres Kind ist, was einfach, ja, vielleicht in dir in gewisser Form auch das innere Kind ärgern will. Verstehst du, was ich meine? Weil wir haben alle innere Kinder in uns und ganz viele von uns haben ihr inneres Kind nicht annähernd geheilt, sind sich dessen nicht mal bewusst, dass sie ein inneres Kind haben und gehen durch die Welt und haben diese verletzten Anteile in sich und leben sie dann eben Tag ein, Tag aus an anderen, an sich selbst und merken noch nicht mal, dass es gar nicht diese Erwachsenenversion von einem selbst ist, sondern eben dieses innere Kind, was nach Aufmerksamkeit schreit oder irgendein anderes Bedürfnis hat, nicht gehört wird und dadurch vielleicht ärgert oder irgendeine Form von Bedürfnis, was nicht gestillt wurde in der Kindheit eben, deshalb, weil es nicht gestillt wurde, immer noch als erwachsene Person auslebt. Und es kann sein, dass das eine Bewältigungsstrategie von ihm ist. Bewältigungsstrategien sind Strategien, die wir entwickeln, um vergangenes
Trauma zu verarbeiten. Und mit Trauma meine ich nicht nur, dass du jemanden siehst, wie jemand stirbt oder Vergewaltigung oder du bist ein Soldat im Krieg. Das ist alles Trauma. Es gibt eben aber auch kleineres Trauma, in Anführungszeichen klein, weil Trauma ist nie das, was dir passiert, sondern Trauma ist das, wie du die Sache, die passiert ist, innerlich interpretiert hast, welche Bedeutung du der Sache gegeben hast, wie du es verarbeitet hast oder eben nicht verarbeitet hast. Und die meisten von uns haben eben ihre Traumata oder Situationen, die ihnen passiert sind in der Kindheit oder im Teenageralter, emotional nicht reguliert verarbeitet und deswegen haben sie irgendwann mal Bewältigungsstrategien entwickelt, um, weil sie ja immer wieder getriggert werden im Alltag, um mit diesem Trigger und mit diesem Trauma überhaupt umgehen zu können. Und deswegen entwickeln wir sogenannte Bewältigungsstrategien. Und Bewältigungsstrategien können für jeden unterschiedlich aussehen. Ich muss hier kurz was trinken, Leute. Bewältigungsstrategien können für jeden unterschiedlich aussehen. Also zu Bewältigungsstrategien gehört zum Beispiel regelmäßiger Alkoholkonsum, emotionales Essen, gar nicht essen, zu viel essen, PMS, zu viel Sport, gar kein Sport. Also nur diese Extremen auf der einen Seite, das Extrem, auf der anderen Seite das Extrem. Sexsucht, also ständig Geschlechtsverkehr haben zu wollen, unkontrolliert, unreguliert. Geld horten, uns festhalten. Auf der anderen Seite Geld unkontrolliert ausgeben, also sobald das Gehalt da ist, einfach das Geld ausgeben, das ist weg. So wie es kommt, so ist es wieder weg. Unregelmäßige Perioden, das sind dann die Konsequenzen aus dem... Das sind dann meistens die Konsequenzen aus der Bewältigungsstrategie oder von Trauma. Deine Periode fällt komplett aus. Du hast einen absolut unausgeglichenen Hormonhaushalt. Hast Schwierigkeiten, schwanger zu werden, hast Unterleibsschmerzen und so weiter. Also das kann sich wirklich in jede Richtung wenden und drehen. Deine Schilddrüse leidet. Das sind alles Konsequenzen aus diesen Bewältigungsstrategien. Worauf ich hinaus will, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, ob das was mit männlicher, weiblicher Energie zu tun hat. Absolut hat das was damit zu tun. Vor allen Dingen hat es was wahrscheinlich mit dem inneren Kind zu tun, was in irgendeiner Form verletzt ist und nicht geheilt ist und sich dann eben immer und immer wieder zum Ausdruck bringen möchte, weil es irgendein Bedürfnis hat, was eben nicht gestillt wurde und von dem es eben hofft, dass es durch dieses Ärgern immer und immer wieder gestillt wird. Das müsst ihr natürlich für euch im besten Fall herausfinden in Gesprächen, die im besten Fall gewaltfrei sind und wo ihr ganz ehrlich und offen eure Bedürfnisse kommunizieren könnt. Ich kann dir und jedem anderen hier im Video auf jeden Fall das Buch Das innere Kind muss Heimat finden von Stephanie Stahl empfehlen. Ach so, um noch kurz eine Sache. Ich glaube nicht, dass das nur ein Männerding ist. Also ich glaube, es gibt auch Frauen, die ihre Männer ärgern. Ich glaube eher, dass das was mit dem inneren Kind zu tun hat, statt jetzt mit einem Geschlecht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Frauen, die ihre Männer sticheln, die ihre Männer ärgern, die vielleicht auch so ein bisschen necken, so ein bisschen immer streiten wollen, diskutieren wollen, Probleme haben wollen. Und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern einfach nur mit verletzten Anteilen in dir selber, die du einfach noch nicht geheilt hast. Wirken deine wundervollen Hypnosen, auch wenn man grundsätzlich dabei einschläft, bin ganz neu im High Vibe Club? Ja, absolut wirken die. Ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt besser wirken, weil sie wirken immer, wenn du dich drauf einlässt. Aber sie wirken schon richtig, richtig gut, wenn du einschläfst, weil das dann nochmal tiefer in dein Unterbewusstsein gehen kann, weil wenn du schläfst oder in so einer Schlummerphase bist oder sogar in der Theta-Phase, also wenn deine Gehirnwellen in der Theta-Phase sind, girl, they are triple chef kisses. Großartig. Also wenn du einschlafen kannst, großartig. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich sagen, das von all dem träumt? Wow, was für eine wunderschöne Frage. Wow, wenn ich mich an die 15-jährige Diana zurückerinnere. Boah, krass, hey. Also, ich meine, in Kurzform, ich war so einerseits eingeschüchtert vom Leben, weil mir einfach so viel bis zu dem Zeitpunkt passiert ist in meinem Leben. Ich war ein Kriegsflüchtling, ich war getrennt von meinen Eltern.
Ich war mit 11 Jahren 3 Monate im Krankenhaus, hatte eine Blinddarm-OP und die Wunde hat sich infiziert und ist nicht zugewachsen. Und ich bin da sogar in die Schule gegangen im Krankenhaus, hatte eine offene Wunde 3 Monate lang. Damals hat sich schon herauskristallisiert, als ich 15 war, dass ich eine unglaublich toxische Beziehung zu meinem Papa habe, die auch von ihm komplett abgelehnt wurde. Und ich habe mit 14 schon Zeitung ausgetragen, mit 15 war das, glaube ich, habe ich angefangen an Tankstellen zu arbeiten. Ich habe ja gekellnert jahrelang neben meiner Schule und auch im Studium. Und ich war damals in so einer Zeit, ich war auch übrigens, glaube ich, mit 16 das erste Mal in London und wollte unbedingt hierher ziehen. Also es war wirklich einer meiner absolut größten Träume, nur wusste ich nicht, wie ich das machen soll. In meinem Kopf damals war das so, okay, ich muss in London studieren, ich muss irgendwie einen Job finden, um da halt irgendwie leben zu können. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal so ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen würde und ja, einfach in London leben würde mit einem Babybauch und mit meinem Seelenverwandten. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und ich würde, glaube ich, ihr sagen, wenn ich jetzt zurückgehen könnte zu ihr, sie umarmen, also ich würde sie auf jeden Fall umarmen, weil ich einfach weiß, wie sehr sie gestruggelt hat, wie viel Ängste sie hatte und trotzdem war sie so unglaublich willensstark und hungrig nach was Besserem im Leben, hungrig nach einem guten Leben, hungrig nach Liebe, hungrig nach Harmonie, hungrig nach aufrichtigen, ehrlichen Beziehungen. Und ich würde ihr sagen, Diana, alles, was du jetzt erlebst, alles, was du jetzt durchmachst, jeder Schmerz, durch den du gehen musst, wird dich zu einer Frau machen, die so erfüllt sein wird, die so glücklich sein wird, die durch jede Zelle ihres Körpers wird erfüllt sein und du wirst einfach, ja, du wirst deine Träume leben, du wirst, es gibt keine Zweifel daran, du bist so ein Powerhouse. Halt an deinen Werten fest, halt an dem fest, was du vorhast. Das kann dir keiner nehmen. Denn ihr müsst wissen, jeder Wunsch, den du im Herzen trägst, der ist in deinem Herzen, weil er in dein Herz gehört. Der ist in deinem Herzen, weil das Universum, der liebe Gott, Engel, Higher Self, sich was dabei gedacht haben, dass nur du diesen Wunsch austragen kannst. Dieser Wunsch ist nur für dich bestimmt. Das heißt, egal was du in deinem Herzen trägst an Wünschen, egal was du noch erreichen möchtest, welche Ziele du hast, jeder dieser Träume und jeder dieser Wünsche ist für dich bestimmt. Jeden Wunsch, den du möchtest, der Wunsch möchte dich genau so sehr. Ich meine ganz ehrlich, hätte mir irgendjemand mit 15 gesagt, wie mein Leben heute aussehen wird, ich hätte gesagt, ja klar. Als ob. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich habe damals Clueless angeguckt und habe mir diesen begehbaren Kleiderschrank von ihr angeguckt, von Cher und von Dior. Und dann hat die sich so auf ihrem Computer ihre Outfits zusammengestellt und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, sowas gibt's nur in Filmen. Und dann habe ich ihren Schuhschrank gesehen und dann habe ich mir so gedacht, wow, die hat immer so schöne Outfits an und so schöne Haare und lebt in diesem großen Haus und hat ihr eigenes Auto und geht immer shoppen und hat Shoppingtüten und verliebt sich. Und ach, und ich habe mir nur gedacht, wow, was muss das für ein Leben sein, was es nur in Filmen gibt oder in Serien. Und ich meine, rückblickend gesehen ist alles, was mir widerfahren ist im Leben, widerfahren, weil es mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. Ohne all diese Dinge, ohne all die Probleme, ohne all die Struggles, ohne all die Sachen, die furchtbar schlimm waren, die so schmerzhaft waren, ohne die wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Und deswegen, ich bin für alles dankbar, was mir passiert ist. Ich würde, ja, so in die Richtung würde ich mit ihr quatschen und ihr das sagen. Ja, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt noch schnell das Kleid. Das war das Q&A. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran und es hat euch was gebracht und hat euch in einen guten Vibe versetzt. Das Video ist, glaube ich, heute ein Ticken kürzer, was vollkommen in Ordnung ist. Also ich finde es auch mal schön, wenn das Video jetzt nicht unbedingt immer 45, 60 Minuten lang ist. Babyboy und ich, wir möchten uns bei euch bedanken für euch, dass ihr da seid, dass ihr immer ein gutes, schönes Wort für uns übrig habt, dass ihr die Vlogs so schön und unterhaltsam findet. Ich gucke mir immer eure Kommentare an und denke mir so, oh wow, das ist einfach so schön zu lesen,
dass wir so eine tolle Community sind und dass wir ja irgendwie so wie unter Freunden inzwischen sind und dieser Inner Circle sich hier bildet und ja, ihr einfach immer da seid, wenn man euch braucht. Ich habe eine Frage, ihr habt eine Antwort, ich habe eine Frage, ihr habt einen Rat. Ich bin mit irgendwas unschlüssig. Ihr seid sofort da und habt immer irgendein gutes Wort, einen guten Vibe zu hinterlassen. Also vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Vielen Dank für jeden Kommentar, vielen Dank für jeden Like, vielen Dank, dass ihr die Videos shared mit euren Freunden. Das ist das Kleid. Das ist so ein Schokobraun, wunderschön. Und das hat hier seitlich diesen unglaublich schönen Ausschnitt. Man kann es natürlich auch mit High Heels anziehen, dann seht ihr. Dann streckt das alles nochmal richtig, richtig toll. So seht ihr es nochmal ganz. Und ja, der Babybauch sieht wunderschön aus in dem Kleid. Und deswegen ist es definitiv eines meiner absoluten Lieblingskleider für den Sommer, weil der Babybauch einfach so schön darin aussieht, oder? Wie süß! I will leave you and I love you. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 9:30 Uhr morgens mit einem brandneuen Vlog. Danke, dass ihr dabei wart.